Hallihallo, liebe Zuschauer, liebe Whovians, liebe Serienfreunde, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ja, es ist endlich soweit. Pandastorm Pictures hat die letzte Storyline der 19. Staffel von Doctor Who veröffentlicht, also von der klassischen Doctor Who Serie, die es bislang nicht in deutscher Sprache gab. So, jetzt habe ich in der letzten Zeit das Thema Doctor Who ein bisschen schleifen lassen, aber ich weiß ja, dass es hier auf meinem Kanal auch den ein oder anderen Whovian gibt, der sich über Doctor Who Videos freut. Und auch wenn die letzten Doctor Who Videos nicht die Klickzahlen erreicht haben, die ich mir eigentlich gewünscht hätte, ich meine, ganz am Anfang war das ja quasi der Burner hier auf dem Kanal, ja, also alles, was ich von Doctor Who veröffentlicht habe, hatte einen enormen Anklang, ich hatte da jede Menge Kommentare drunter, ich hatte sogar ganz am Anfang eine eigene Playlist mit allem um den Doktor, das ist dann irgendwann eingeschlafen und mittlerweile interessiert sich da leider kaum noch jemand für, warum auch immer, ich weiß es nicht, vielleicht sind die alle zu anderen Kanälen abgewandert, die da besser oder informativer oder einfach mehr Content haben, ich weiß es nicht, aber jetzt ist die 19. Staffel vollständig und da habe ich gedacht, Mensch, dann kehren wir doch nochmal zum Doktor zurück und ich zeige euch, was da rausgekommen ist. Also wir erinnern uns, die 19. Staffel war die erste mit dem 5. Doktor Peter Davison hier. Das ist unser Schwiegervater von David Tennant, meinem Lieblingsdoktor, also dem 10. Doktor. Oder dem, man könnte auch sagen, dem 2. der neuen Ära, ja, nach Christopher Eccleston. So, das ging los mit Castro Valva. Das fiese Stiefkind bei mir so ein bisschen. Das ist die einzige Veröffentlichung des klassischen Doktors, die ich nur in der Keepcase-Version habe. Dann ging es weiter mit der Storyline 4 vor 12. Dann ging es weiter mit Kinda. Das war die letzte Veröffentlichung. Ich glaube, die habe ich euch nicht mal mehr ausgepackt, weil ich weiß nicht, ich hatte das Video sogar aufgenommen, aber ich habe es dann nicht hochgeladen. Ich wollte ursprünglich da noch eine Bewertung zu abgeben. Das heißt, nicht nur einfach ein Unboxing, sondern direkt mit Bewertung. Aber irgendwie hat sich das nie ergeben. Naja, wie auch immer. Dann kam die Storyline, die Heimsuchung, mein persönlicher Favorit. Das spielt im historischen Großbritannien und da haben wir vor allen Dingen Tommy Pieper als Synchronsprecher mit dabei, mein absolutes Highlight. Dann eine weitere geniale Storyline, die schwarze Orchidee als Kriminalstück im Stil eines Agatha Christie Krimis, auch ganz toll. Dann kam die Storyline Erdstoß. Ich glaube, das war die erste, die sie damals veröffentlicht haben. Das hier ist gar keine Blu-ray. Das ist doch, ist wohl eine Blu-ray drin. Ah nee, die habe ich getauscht. Die habe ich getauscht, genau, oder? Genau, die habe ich getauscht, weil die Blu-ray, die kam dann hinterher als Keepcase-Version und da habe ich die Keepcase-Version rausgenommen und hier reingepackt. So, das ist nämlich hier, da steht es ja, ist ja nur eine DVD, aber hier ist trotzdem die Blu-ray drin. Ja, und jetzt ist vor kurzem die letzte Storyline der 19. Staffel veröffentlicht worden. Das ist die Story Zeitflug. Und wir sehen hier, ein alter Bekannter ist wieder da, der Master, die Nemesis des Doktors. Und ja, weil ich die meisten dieser schönen Stücke für euch geunboxed habe, heißt das eigentlich so, geunboxed? Lirum Larum, oder hier in dem Fall Timey Wimey, ja, boxe ich euch das jetzt auch mal an. Also packe ich euch das jetzt auch mal aus. Und los geht's. So, und hier haben wir es. Das Mediabook zur 123. Storyline der klassischen Doctor Who-Serie, beziehungsweise der Doctor Who-Serie. Ja, also generell, die 123. Storyline besteht aus 4 Teilen à 25 Minuten und beendet die 19. Staffel aus dem Jahr 1981. So, die Einschweißfolie wandert in den Müll und dann haben wir vorne drauf dieses Vorlageblatt liegen. Darauf erfahren wir alles, was wir wissen müssen. Es handelt sich um ein Collectors Edition Mediabook. Hier vorne haben wir ein schönes Artwork mit Peter Davison als Doktor. Dann haben wir hier noch
den Master, gespielt von, ach, wer war es? Anthony Ainley. Und ja, wer ist das hier? Ich weiß es nicht. Ich kenne diese Storyline tatsächlich noch überhaupt gar nicht und kann deswegen da auch noch nicht viel zu sagen. Ich habe viele von den alten Storylines gesehen, aber an die hier kann ich mich zumindest jetzt im Moment überhaupt nicht erinnern. So, wir haben hier eine limitierte und durchnummerierte Erstveröffentlichung, erstmals in deutscher Synchronisation, erstmals in HD und neu restauriertem Bild und Ton, über 5 Stunden Bonusmaterial, einem Fanbooklet, 2 DVD, ein Blu-ray, hey Witzka, und los geht's, Herr Kapitän. Das Ganze ist ab 12 Jahren freigegeben. Haben wir hier vorne den Flatschen drauf und unten den Titel Zeitflug. Auf der Rückseite haben wir Werbung für die Storyline Kinder. Das ist die Storyline, die als letztes, also vor dem hier veröffentlicht wurde. Die habe ich euch, wie gesagt, nicht vorgestellt. Aber wisst ihr was? Wenn ihr wollt, dann, das Video habe ich noch irgendwo, dann schreibt mir das in die Kommentare und dann mache ich das, was ich geplant habe. Vielleicht mache ich auch eine Komplettübersicht der gesamten 19. Staffel, das wäre doch was. Wenn ich euch mal die gesamte Staffel mit Peter Davison vorstelle, die ist ja jetzt komplett. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. So, jetzt haben wir hier vorne das gleiche Artwork drauf. Das Ganze erscheint auch in Bälde dann in einer Keepcase-Version für alle, denen das Mediabook zu teuer ist oder die einfach keine Mediabooks haben wollen. Soll es ja auch geben, so Leute. Und da ist dann das Artwork so ein klein bisschen zusammengeschrumpft. Hier unten guckt dann der Peter Davison raus. Ihr kennt das ja alles von den vorherigen Veröffentlichungen. So, auf der Seite haben wir den Schriftzug des aktuellen 13. Doktors. 13.? 13. Doktor, genau, Doctor Who. Zeitflug hier, BBC, DVD und Blu-ray, die Bestellnummer und ansonsten nix. Auf der Rückseite haben wir ebenfalls ein Vorlageblatt. Das ist wieder mit einem Klebepopel festgemacht. Ich spüre ihn hier schon. Könnt ihr den sehen, wie er sich hier durchdrückt? Wie so ein Nippel durch den BH von der, egal. So, wir haben oben eine kleine Zusammenfassung, was uns in dieser Storyline erwartet. Ein Szenebild, weitere Szenebilder, die wir auch irgendwann mal scharf kriegen. Da sind sie schon. Hier ein Auszug des umfangreichen Bonusmaterials. Hier die technischen Spezifikationen für alle, die es interessiert. Und unter diesem Vorlageblatt, oder heißt das jetzt Rücklageblatt, wenn es auf der Rückseite ist, wenn wir den Klebepopel abfummeln, ist wieder nichts passiert, Gott sei Dank, sehen wir auf der Rückseite eine Übersicht der bereits erschienenen klassischen Storylines und ja, das ist mittlerweile schon eine ganze Menge. Ich hoffe, dass bald mehr von dem 4. Doktor erscheint, also von Tom Baker, weil das ist einfach so von den klassischen Doktoren mein Favorit. Aber ich denke, dass Pandastorm die auch noch alle veröffentlicht. Ich hoffe es jedenfalls. Ich würde mir auch gern mehr vom 2. und vom 1. anschauen und auch natürlich vom 3. Doktor. Davon ist ja bisher noch gar nichts auf Deutsch veröffentlicht worden. Auf der Rückseite haben wir die TARDIS im Zeittunnel bzw. im Time Vortex und hier unten die Limitierungsnummer 1982, also Christoph Kolumbus entdeckt bald Amerika. 1482, genau. Und hier unten nochmal Pandastorm. Jetzt schauen wir uns das Ganze von innen an. Da haben wir wieder den Werbeflyer drin liegen mit ähnlichen Titeln aus dem Science-Fiction-Bereich von Pandastorm. Das ist der gleiche Werbeflyer, der in allen drin ist. Ich glaube, da hat sich auch nicht viel getan. Doch hier ist ein anderes Bildchen drauf, weil die Serie wird ja fortgeführt. Aber letzten Endes ist das das Gleiche. Dann haben wir hier diesen Episodenguide, der auch seit einiger Zeit jeder Veröffentlichung beiliegt und den ich persönlich sehr, sehr gern habe. Da sieht man dann die gesamten Abenteuer des klassischen Doktors und alles, was fett gedruckt ist schon auf Deutsch erhältlich. Hier, wir sehen, vom 4. Doktor ist es leider nur die Rache der Cybermen und wo ist es? Genau, der Wächter von Traken und Logopolis heißt, hier ist also noch einiges zu veröffentlichen. Und hier haben wir die 19. Staffel, die vorliegende, hier Time Flight, ja, Zeitflug ist noch nicht fett gedruckt. Ja, was ist denn da los? Da fehlt noch was. Auf jeden Fall, wir sehen, das ist dann die erste Staffel, die komplett wäre.
mit allen 7 Storylines. Dann schauen wir uns jetzt mal das Booklet an. Zuerst holen wir mal vorne die Blu-ray raus. Die schaut so aus. Auf der Rückseite liegen dann die beiden DVDs. Das ist einmal die DVD, die dann auch, also das hier kriegt ihr einzeln, so, ja, wenn ihr das auf DVD kauft demnächst, dann habt ihr einmal hier die DVD, da sind die ganzen Episoden, die hier auch drauf sind, drauf mit dem meisten vom Bonusmaterial, und dann habt ihr hier noch diese Bonus-DVD. Und ja, ich meine, also in der Vergangenheit war es oft, dass hier Material drauf war, was auch hier drauf ist. Aber DVD ist ja immer noch der Marktführer, habe ich letztens erst erfahren. Und deswegen werden auch immer noch DVDs beigelegt. Und wenn man da draußen Whovians hat, die noch keinen Blu-ray-Player haben, die aber diese tollen Mediabooks haben wollen, dann ist es ja nur logisch, dass man die DVD dazu packt und auch das Bonusmaterial, auch wenn sich das hier jetzt wiederholt auf dem, was hier, ja, ihr wisst auf jeden Fall, was gemeint ist. So ist das auf jeden Fall für jeden, ist für jeden was dabei. So, und jetzt schauen wir uns mal das Booklet an. Ich denke mal vorne doch, wir haben schon wieder ein Vorwort von Matthew Waterhouse, also von Edwick. Dabei ist er doch in der letzten Storyline, Achtung, Spoiler-Alarm, gestorben. Und in dieser Storyline dürfte er demnach gar nicht mehr auftauchen. Naja, gut, vielleicht in Rückblicken, ja, wahrscheinlich in Rückblicken. So, wie immer, das Vorwort zuerst in Englisch und dann nochmal in deutscher Übersetzung. Das ist eine schöne Sache, so dass man dieses Mediabook also auch im englischsprachigen Raum verkaufen kann. Oder dass man halt sieht, was der Matthew da von sich gegeben hat. Hier sind wir auch schon in der Mitte des Mediabooks angelangt. Wir sehen, dass der Buchteil mit 3 Tackern festgemacht ist. So kann man das hier auch mal kurz anheben und schauen. Dann haben wir hier noch weiteren Text hier über Peter Grimward. Wer war denn Peter Grimward? Da komme ich jetzt gerade mal gar nicht. Wer war Peter Grimward? Ich dachte, der Autor. Genau, das war der Autor dieser Storyline und vieler anderer Storylines. Ja, hier ist er. Dann schauen wir mal weiter hier, Doctor Who Zeitflug. Hier haben wir das Bonusmaterial nochmal explizit aufgezeichnet. Ich mach's euch mal scharf. So, und da sehen wir auch schon, ja, wir haben Audiokommentare, einen isolierten Soundtrack hinter dem Sofa in HD. Das ist immer so sehr schön. Da können wir uns nämlich anschauen, wie die Darsteller die Episode gucken und drüber reden. Schöne Sache. Und ja, hier auf der DVD haben wir dann nur die Episoden mit Audiokommentar und isoliertem Soundtrack. Und dann haben wir hier unten noch weiteres Bonusmaterial. Und ich sehe gerade gar nicht, ist das... Nein, das ist diesmal wohl anderes Bonusmaterial. So auf den ersten Blick. Ja, dann haben wir hier also richtig, richtig Bonusmaterial. Dann haben wir hier unten auch noch ein Häuschen mit Wissenswertem und ein paar Szenebilder. Und auf der letzten Seite... guckt uns der Master grimmig entgegen. Was hat der wieder vor, der miese, einer der fiesesten Juppen, die im Doctor Who-Universum rumlaufen. Also ich mag den Master ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr als Feind. Ja, aber er hat sich halt etabliert. Dann hier noch die Danksagungen. Und dann sind wir auch schon durch. So, jetzt habe ich es euch doch vorgestellt. Das Mediabook zu Zeitflug von Panda Storm Pictures. Die letzte noch offene Storyline der 19. Staffel mit dem 5. Doctor Who Darsteller. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr meinen Kanal gut findet, abonnieren, Glöckchen anmachen, damit ihr nichts verpasst. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, wie die anderen YouTuber das machen. Ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich meine, ich freue mich über jeden Abonnenten. Ich freue mich noch mehr über Kommentare. Schreibt fleißig unten rein. Schreibt rein, wenn ihr wollt, dass ich euch die gesamte 19. Staffel mal vorstelle. Also auf die einzelnen Storylines eingehe und einfach mal meinen Senf dazugebe, wie mir das Ganze so gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder auf diesem Kanal. Bis dahin sage ich einfach, seid schlau, schaut blau und bleibt geil. Bis dann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer Michael Speyer.